Deutschland hat jetzt nicht nur einen Wirtschaftsminister mit Märchenerzählerhintergrund, nein, auch Luisa Neubauer kann das, denn sie hat ein Buch gemalt. Da sitzt sie wie eine Oma auf dem Sesselchen und wird dir etwas erzählen über den Klimawandel. Sie ist sozusagen eine Klimawandel-Märchenerzählerin. Deshalb wurden auch bei der Lancierung, Veröffentlichung ihres Buches Bilder veröffentlicht mit einer anderen grünen Prinzessin des Märchenerzählens, nämlich Katrin Göring-Eckardt. Die strahlte wie ein Honigkuchenpferd an der Seite von Luisa Neubauer. Ja, die jetzt wahrscheinlich in wenigen Wochen ihr Buch entweder wiederfinden wird in linksextremen Bücherläden, an denen wir verkaufen nicht an AfD-Wähler, steht auf selbstgemalten Zetteln. Nicht, dass ich nun als AfD-Wähler in diesen Läden einkaufen würde. Ich wüsste gar nicht, was ich mit 10 Metern Marx und Engels, Mao oder vielleicht Ho Chi Minh und Trotzki anfangen sollte. Naja, da reiht sich wieder einer ein in diese Reihe derjenigen, die viel Zeit haben und die deshalb ein Buch malen.